Jetzt lassen wir die Sonne wieder scheinen. Chor. Weihnachten ist ja die Zeit, wo man zusammenkommt und unter dem Christbaum oder neben dem Christbaum singt. Man singt nie, aber einmal im Jahr. Und dann ist es natürlich furchtbar meistens. Jeder bemüht sich aber. Okay. Jetzt ist die Probe. Damit es ein bisschen mehr aufmacht, die Stimme. Der Text ist ganz einfach, für alle, die schon da waren, traditionsgemäß immer an dieser Stelle. In mich ist ein Favorite. Es hat sich halt eröffnet. Der Text, Halleluja! Das ist das beste Weihnachtslied überhaupt. Ich sing's einmal kurz vor, für alle, die das erste Mal los. Halleluja, 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 Halleluja. Ja, also die Hirten haben das damals gecheckt. Was passiert ist? Haben alles zusammen? Vier Strophen. Wir sind halt nur vier. Und Kevin, also Steinisch kann er gut schon, Kevin. Am Kevin direkt gearbeitet danach. Aber ich glaube, er wird einfallen in unseren. Es gibt dann eine Pause. In der Pause dürft ihr diesen englischen Brauch übernehmen. Und CDs sind für den Tonleger 124 CD haben wir mit. Ja, aber da gibt es noch eine Variante. So, you have a good idea about if a CD is not. The guarantee. Oh, we thought that. Vienna's special. Yeah. Guarantee. As we're here in Vienna, it's a very special special occasion that we have designed this special CD guarantee for you. This is how it goes. If you buy a CD and you don't like it, you can send it back to us. And we will send you a CD that we don't like. Die Engel, die Bürger, die ganz Abreise vor. Die Bürger, die Bauern, die Bauern und die Garten.
so circa 8 Jahren zusammen gespielt, so genau kann man nicht erinnern. Sitzen. Ich habe gedacht, gut, Kevin und ich, wir kennen uns schon recht lange, sind ja lange schon befreundet. Ich habe eine Zeit vorher ein Stück übersetzt von Woody Guthrie und habe gedacht, gut, das können wir probieren. Machen wir das sowohl Englisch als auch Deutsch. Deutsch, ja, meine Sprache. aber nicht zusammen. Bei mir heißt es hier für der Hand. Working man is poor, and I ain't got no home with this good anymore.
understand. We're terrible at languages. We, I'll just tell you, we played a concert in Holland, and for 2,000, 3,000 people, a bit like tonight. Before going on stage, I asked one of the sound crew on the stage. I said, "What is the Dutch word for cheers?" And he said, "Oh, cheer." I said, "Schoolen." So I said, "Okay, great." So I walked out onto stage with 2,000 people with a beer. Ah, Schoolen. But of course, in these chairs, you know, like chairs. Chairs. And I thought, do you know the filmmakers called the Coen brothers? Yeah. Yes. 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 Well, we love that film. So we wrote them this piece of music for a film of theirs about 10 years ago, and we sent it to them, and we haven't heard from them yet. It's the American Post. We will hear from them. We will. Okay, so here we go. So this is our film score. We're going to play you the whole thing. So it's 2.5 hours long. You're okay with that? You need to use the bathroom. Okay. Lights, action. Joking.
said anyone.